Aber nicht die Suppe füllen. Die Suppe wird gestellt, das ist peinlich. Was möchtest du das halten? Meine Verwandtschaft anzulernen und den Kamerajob gut auszuführen, ist ein wahres Vergnügen. Welche Verwandtschaft? So. Einmal Pilsner und einmal Weißbier. Wir brauchen unser eigenes Bier. Weil es liegt daran, ihr schickt zu wenig Bier, jetzt müssen wir das schon selber brauchen. Das haben sie ja übrigens auch geschickt. Ja, vielen Dank nochmal. Ja. Ein so ein Kit kostet übrigens 40 Euro. Ja. Ich bin gespannt, wie es wird. Link in der Beschreibung. Mhm. Außer es wird nie gut. Ja, wir schauen mal. Wir sagen also ehrliche Meinung, theoretisch in 7 Tagen. Also wollen wir es verkosten. Mhm. Guckt uns nochmal an. Das gefällt mir gar nicht. Also man diese fängt das jetzt an und kann das in 7 Tagen. Das muss ja gären, reifen. Zur Not müsste deine Dose aufmachen. Das ist ja nicht so, dass wir nicht haben. Ja, warum mal? Ich denke, wir haben nicht. Dann mach. Nein, ja, schick mir auch Bier. Die Biergier ist dem Mann ins Gesicht geschickt. Ja, machen wir das Band aus. Ja, gut. Gut. Schluss. Das ist wie im Kindergarten hier. So. Das ist Kindergarten. Was haben wir denn hier auf dieser Seite? Wir haben 3 Fässer am Tisch. So, das ist ein Brauset für Weißbier. Mit Sud. Extrakt. Das sieht im Prinzip genauso aus, aber das soll Pilsner werden. Ja, was haben wir denn jeweils? Wir haben Malt, also Malzextrakt, die sogenannte Bierhefe, Hopfen, das ist der Verschlussdeckel, das ist Merchandising, das ist die Anleitung, müssen wir mal empfinden, der lesen kann. Und das Gleiche ist im Prinzip hier. Im Prinzip ist das, machen wir, das ist auch Hopfen, ja, der Extrakt ist der Unterschied. Oh, das ist nicht mehr los. Und fertig nach 7 Tagen. Vorbereitet in 10 Minuten. Fertig nach 7 Tagen. Warum lachst du? Nee, ich weiß es auch nicht. Ein leeres Fass. So, mein Lieber, wie ist denn jetzt der Ablauf der Brauerei? Ich würde das jetzt mal kurz vorlesen. Mhm. In deinem Paket ist alles enthalten, was du im Bierbau brauchst und so weiter. Das zähle ich jetzt nicht nochmal auf. Hatten wir schon gemacht. Die Vorbereitung deines Bieres dauert nur 10 Minuten. Ja, entferne den transparenten Deckel auf der Oberseite des Fasses. Das ist das. Soll ich das jetzt machen? Nu. Na gut, dann machen wir das mal. Wir haben 2 Versuche, das ist das Gute. Den müssen wir aber aufheben. Das ist ein Transparent. War das jetzt schwierig, der Arbeitsschritt? Nein, das war noch nicht so schwierig. Hebe den Deckel für einen späteren Arbeitsschritt auf. Soll ich mir hier noch ein bisschen Sport anhören? Nee, wir glauben dir alle, dass du im Urlaub warst. Warst du im Urlaub? Aber ich kann ja mit ihm reden. Das ist übrigens nicht der Onkel, von dem ich immer erzähle. Also, alles ja, gut. Früher, ja, ja. Naja, so, fülle das Malzextrakt aus dem Beutel in das Fass. Kommt das raus? Nö, das kommt raus. Das ist wie Honig. Mm. Ach, nein, ich fasse meinen Finger, mein ungewaschenes Nähe an. Ja, das wird's mal probieren. Aber haben wir dann nicht, haben wir da noch was da dran? Nee, nicht? Nee. Das, ah, das ist der Ekel. Oh nee, das ist zäh. Oh nee. Ach, Junge. Ach, das ist der eklig. Das ist, ja, jetzt setz mal her. Du hast gegeifert. Schmeckt das? Das schmeckt nicht wie Karamell. Hm? Wie Malzbonbon. Das ist malzig, das schmeckt wie Malzbonbon. Wir haben die Fässer nochmal beschriftet mit W für Weizen und mit P für Penis. Und jetzt wird hier auch noch das Weizenmalzextrakt eingeführt. Ja, gut. Das ist der sogenannte Messbecher, den brauchen wir dann. Der ist schon ewig alt. So, jetzt machen wir weiter. Die Beutel sind jetzt geleert. Zunächst 400 ml kaltes Wasser in den Messbecher abmessen. Wie der Herr Biolek zu sagen pflegt, ich habe da mal was vorbereitet. Und in das Fass füllen. Das machen wir jetzt. Ne? 400 ml habe ich, zitter ich nicht so. Und einfach so schicke ich das rein. Auf die Klebstückbrüche. Was genau in Liter? Das ist paar Tropfen mehr. Wenn du das handelst, ja. Jetzt kommst du nicht mehr. Ach, das ist der Kochen. Jetzt tut mich mal nicht her. Na, weiß mal. Ich muss dann mal auf die Toilette. Ja. Hast du das sterilisiert? Der Onkel ist steril. Nee, das zitter. Steril wie Sau. Wir müssen mal ein Liter Wasser holen. Ich bin dabei. Fülle es
koche etwas mehr Wasserstoffe mit dem mitgelieferten Druckventil. Achtung, triff entsprechende Vorgaben, wenn mit heißem Wasser, also das brauchen wir noch nicht mehr. Verwende nur Leitungswasser. So, viertens, setze den transparenten Deckel erneut auf die Öffnung des Fasses. Schüttle das Fass, oh Gott, etwa 30 Sekunden beim Schütteln gegen den transparenten Deckel drücken, damit er nicht aufgeht. Ich habe jetzt schon vorgelesen, was dann das Problem ist. Vielleicht beim Weizen wieder noch mehr. Wenn wir es dann vollfüllen, schäumt das. Und dann muss man das in Ruhe machen. Das ist das Schmähne. Bist du ein leidenschaftlicher Brauer? Man könnte es nicht besser beschreiben, ja. Das ist doch herrlich. Wir machen unser eigenes Bier. Das ist ja traurig. Ich schütte jetzt 2,8 Liter feinstes Quellwasser kalt hier rein. Und ich sehe schon, ich weiß nicht, ob du das mal filmen kannst, der Schaum ist gleich oben. Hier ist noch was anderes ganz weit oben. Die gute Laune? Die auch. Ich muss jetzt, wenn es geht, den 1 Liter hier reinkriegen erstmal. Nicht so nah. Das mal, ich muss... Geh mal weg, ich sehe nichts. Der zweite, ruhig. Das ist jetzt der zweite Liter. Hör mal auf! Das ist ein ganz wichtiger Teil des Brauprozesses. Du bist einfach nur im Arsch. Hä? So, wir sind wieder da. Also, wir machen ja einen Pilz und einen Weizen. Das Weizen, 2,8 Liter sollten wir einfüllen. Beim Pilz ging das relativ problemlos. Das schäumt nicht ganz so stark wie Weizen. Es müssen noch, na gut, 100 Milliliter rein, aber... Bis jetzt alles gut. So, jetzt machen wir den nächsten Arbeitsschritt, nachdem wir 2,8 Liter kaltes Wasser gibt die Hefe und den Hopfen in das Fass. Wenn dein Set, das hat's, also machen wir das jetzt hoffentlich. So, pass auf. Die Bierhefe, warte mal. Die Bierhähne. So, jetzt gebe ich das hier rein, damit ich ja nicht daneben stehe. Das ist ja wie Backpulver, das fliegt dann in die Luft. Kennt ihr das noch mit den Tintenpatrouillen früher? Hm. Das kennen die Leute heutzutage nicht mehr. Nee, das ist nicht. Echte Leben. Eben, warte mal, ich muss gucken. Warte mal, hier ist noch ein bisschen was drin. Es haschelt noch. Und jetzt? Naja. Naja, das sind da alle Kanone. Ja, es ist noch kein Brauer vom Himmel gefallen. Das müsste man Kraft haben. So, geht los. Du musst natürlich an allem riechen. Wie das hier stetig nachgeschüttet wird, das ist sehr schön. Das riecht. Noch Hopfen. So, jetzt nicht zittern. Das alles? Und den Rest schon vorher getrunken hast? Verschließe die Öffnung des Fasses mit dem mitgelieferten Druckventil. Achte dabei darauf, den inneren Teil, das rote, des Ventils nicht ins Fass zu drücken. Ich bitte darum. Ich bitte darum. Das Druckventil leistet während der Gärung ganze Arbeit und sorgt auf natürliche Weise dafür, dass die entstehende Kohlensäure im Bier gebunden wird. Das Fass sollte nun immer in senkrechter Position aufgestellt werden und das Druckventil dabei nach oben zeigen. Fertig fürs Erste. Jetzt heißt es warten. Gärung. Lass das Fass nun möglichst unbewegt für 5 Tage bei Raumtemperatur stehen. Die Gärphase darf auch einige Tage länger dauern, das werden wir aber kaum aushalten. Genau 7 Tage? Also. 7 Tage. Sollte jedoch nicht kürzer als 5 Tage sein, also nicht aufgeregt sein. Info. Emsig wie eine Ameise vor einem vollbepackten Picknickkorb macht sich die Hefe nun an die Arbeit. Binnen der 5 Tage wandelt sie den im Malz enthaltenen Zucker zu Alkohol und Kohlensäure um. Achtung, während der Gärung kann Schaum aus dem Ventil austreten. Platziere das Fass mit ausreichendem Abstand zu Möbeln und Wänden und bewege es während der Gärung möglichst nicht. Ich werde es selber verteidigen. Nach 5 Tagen ist die Gärung deines Bieres abgeschlossen. Stelle das Fass nun für mindestens 2 Tage aufrecht in den Kühlschrank. Info, während der 2 Tage im Kühlschrank reift das Bier. Das heißt, die Hefe setzt sich am Boden des Fasses ab und dein Bier wird dadurch klarer. Es behält jedoch anders als industriell hergestellte Biere, das machen wir schon mal gar nicht, eine natürliche Trübung, da keine Filtrierung stattfindet. Tipp, in ungeöffneten, gekühlten Zustand
ist dein selbstgebrautes Bier mehrere Wochen haltbar. Das Problem ist, das wird nicht mehrere Wochen da drin sein. Zapfen. Bevor du dein Bier zapfen kannst, ziehe den roten Stift des Druckventils vorsichtig nach oben und warte, bis kein Druck mehr entweicht. Zum Zapfen den Stift und so weiter. Lagere das Fass im Kühlschrank und so weiter und lass es dir schmecken. Na, dann sehen wir uns in der Woche wieder. Nee. Kann ich dir diesen Prozess hier anvertrauen? Bier ist bei mir in sicheren Händen wie in Arnors Shows. Ja, ja. Ich werde jeden Tag etwas streicheln. Vielleicht wird es dann auch größer. Seid gegrüßt. Es sind Gott sei Dank 7 lange Tage, 7 lange Nächte rum. Ich könnte quasi, habe ich überhaupt nicht geschlafen. Es ist fertig. Es stand 2 Tage. 2 Tage stand es im Kühlschrank, wie es war. Und jetzt ist die große Verkostung. Ich bin ganz aufgeregt. Das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ne? Also pass auf, wir müssen jetzt... Also, mach ich los? Oder wolltest du was sagen? Nee, ich habe nichts gesagt. Ich finde es schön, dass du aussiehst, als wärst du unter 30. Ich bin schon unter 30. Du bist heute sehr jung und frisch. Das, ich bin immer frisch. Mach mal. Das muss rübergeklappt werden. Ach so. Aber das hält nicht. Das steht irgendwie in der Anleitung, stand was von... Ich weiß, Olaf. Das tut weh, wirklich. Das sehen viele Menschen. Oh, es, kein oh, Mensch. Ich weiß, das ist falsch, aber wenn dann die Held erhebelt, sonst musst du machst du nicht. Ach so, dann sag das doch mal. Weil wenn dann Luft hier reinkommt, geht nicht. Das geht nicht, Max. Jetzt muss ich es abbrechen. Soll ich ihn abbrechen? Der Mann ist völlig gereizt. Es dauert einfach zu lange, bis das Bier in ihm ist. Ne, man muss ein bisschen mitmachen. Ich würde mal ein schönes Aber das sieht gut aus. Also ich hätte nie gedacht... Also ich muss eins sagen. Bisher haben hier alle dran gezweifelt, dass das was wird. Alle. Das sieht auch gut aus. Also ich. Es ist im Übrigen unfiltriertes Bier, muss ich dazu sagen. Also Pauli, guck mal in die Linse. Ja, wäre es Pauli? Hier, jetzt wird es gut. Mit jedem Glas wird es besser. Ich würde das nicht... Ja, das wird eh schon. Das ist die Geschmackssache. Kellerbier ist das. Kellerbier trinke ich gerne. Hallo, ist das hier ist nur ein Fass? Das ist herrlich. Ja, das ist ein Blöde hier. Also ich muss sagen, also man kann es machen. Wir wissen natürlich noch nicht, wie es schmeckt. Na, logisch. Wer schreibt, der bleibt. Ich hab's Beste. Ich bin gespannt. Ich auch. Also ja, ich vererbe alles ja, an... Du bist ja auch tot. Na gut. Da kriegt's der Kameramann. Riecht gut. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist Kalu. Leicht säuerlich. Also man kann es grundsätzlich erstmal trinken. Das schmeckt, als wäre es alkoholfrei. Da kommt Zwiebel, Paprika, Tomate. Liegt das jetzt an mir? Und dann hier kommt irgendwelche Essen von Gedanken gekommen. Das kannst du trinken. Das ist süffig. Die Kellerbier ist der Geschmack. Es ist leicht Säure drin. Also angenehme Säure. Angenehme Säure, also nicht sauer. Jetzt mal ganz ehrlich, schmeckst du denn Alkohol raus? Und dann wird er nur noch mit klarem Wasser gewaschen. Ja, sind hier. Das schmeckt eins zu eins, wie wenn ich ein Alkohol weiß. Ich weiß, was du meinst, dieses säuerliche. Nein, das ist Alkohol. Man sagt im Übrigen zwischen 4, hatte ich glaube ich schon erwähnt, zwischen 4,6 und 6% soll es sein. 6% sind es überhaupt nicht. Man, hier, gut, das merkt man vielleicht schon. Aber man kann es trinken. Oder? Das schmeckt sehr, sehr gut. Ja. Aber für mich schmeckt das Gefühl, als hätte das kein Alkohol. Also, Ja, das schmeckt sehr geil. Kann er schon? Ja. Darf ich schon? Warte mal, der Kameramann. Schmeckt doch noch nie nach Pilz. Nee, das ist Kellerbier. Das muss ja nie Pilz sein. Ja, weil das ja als Pilz bezeichnet wird, Mensch. Ach so. Harry, wie schmeckt ein Pilz? Na, sagt mal eure Meinung. Na, Pilz schmeckt schon noch anders. Probieren wir erstmal. Es wäre gelogen zu sagen, kannst du nicht trinken. Ja? Mal ehrlich? Schmeckt das nach Bier? Nee, das schmeckt ja gut, oder? Irgendwie. Aber man kann es trinken. Es wäre anders, so ein bisschen leicht säuerlich, aber das ist ja ein bisschen negativ gemeint. Nee. Das säuerlich. Also trinken kann man es. Merkst du den Alkohol? Kannst du das bewerben? Zwischen 4,6 und 6 soll es sein? Das ist 4,9. Ich kann dir sagen, mit 46% hier, wenn ich einen Schnaps trinke. Das sind wieder die Kommentare. Man kann es trinken. Kann man drin. Das müssen wir nicht wegschütten. Wir müssen definitiv das Fass ausdrücken und zeitnah das zweite machen. Aber dann hier dasselbe, ja. Also Erwartungen sind übertroffen. Nee, wir können auch, wenn ihr wollt, wir machen über Stück oder da helfen wir. Muss das irgendwann öffnen? Nee.
Das da kann man das ja verfilmen, das kann ich ja wieder reinstellen. So machst Band aus. Oder? Er sagt der Kat. Mein ausführliches Resümee. Ich muss sagen, sehr gut, schmeckt ja wirklich gut. 40 Euro, wie gesagt, haben wir schon gesagt, ist nicht wenig. Der Spaß ist es, ein bisschen zusammenschütten, ein bisschen 7 Tage stehen lassen. Man kann es trinken. Der Spaß ist es wert. Ja? Hatten wir eine Menge Spaß? Naja. Und wer 40 Euro übrig hat, der kann das oder als Geschenk jemanden. Als Geschenk. Also ja, ein Biertrinker. Warte mal, wir haben Probleme. Oh, schwierig. Wir haben Probleme. Also das sieht doch nicht schön aus. Ganz kurz, ich mache. Hier ist Folgendes, ist ja anscheinend passiert durch den Austritt, was ja in der Beschreibung im Übrigen, das sieht zwar eklig aus, ist aber normal. Steht in der Beschreibung. Das sage ich auch immer den Frauen, die bei mir, na egal. Das ist okay. Ja, nee. Nee, siehst du? Das ist hier Prostata. Das hat Prostata. Das wird verstopft sein, weißt du? Da rubt er das Ding raus. Das eigentlich wird es eh ausgerubt. Ist doch wirklich wurscht. Also, ja, vor 5 Minuten hat sie mich noch angeschrien, deswegen. Prost. Zwölf. Unten. Ja. Prost. Mahlzeit. Aber das ist normal, ist hier oder aus hier. Schmeckt genauso? Das schmeckt. Aber da schmeckt das Pilz mir spontan besser. Also das Pilz. Das schmeckt aber auch nicht schlecht. Nee, kann man nicht sagen. Aber wenn ich jetzt aussuchen müsste, würde ich eher zum Pilz. Das hat auch, glaube ich, ein bisschen mehr Alkohol. Definitiv. Mehr Alkohol? Das hat mehr Prozent, ja. Also nach wie vor bin ich der Meinung, dass das Pilz alkoholfrei ist. Nee, das ist nicht alkoholfrei. Ich habe das komplett ausgetrunken innerhalb 10 Minuten und habe nichts gemerkt. Mann, du hast das komplett ausgetrunken? Habt ihr gehört, komplett? Nee, das habe ich noch nie. Ich habe noch nie eine Flasche komplett ausgetrunken. Das ist alkoholfrei. Schickt? Nee. Alkoholfreies Bier? Wolltest du das gerade wirklich sagen? Ich muss gehen. Nee. Ich muss weg. Soll ich dir was mitbringen? Ich gehe erstmal nach Hause. Ja. Ich schaffe die Christel mit, ich sticke und dann. Nee, kein Christel mitbringen, bitte. Ich bin clean.